Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wollen wir, wenn wir jetzt so am Heiligabend euch den Segen, wenn ich euch den Segen jetzt gebe, dann soll jetzt so dieser ganze heilige Tag, dieser ganze Heiligabend, dieser ganze Freitag heute, soll so gesegnet sein. Wir wollen auch so alle mitsegnen, die die Gottesdienste kommen. Alle mitsegnen, die auch in den Spitälern liegen, die nicht heim können, weil sie krank sind, die auch daheim sind, weil sie in Quarantäne sind. Wir wollen so für alle bitten und für alle bitten, dass das Jesuskind der Heiligen Nacht jedem von uns so eine ganz persönliche Gnade hat. Wir wollen aber auch so darum bitten, dass wir heute so ganz ruhig bleiben können. Nicht jetzt schon sozusagen die Nerven verlieren vor dem Frühstück, sondern ganz ruhig bleiben können. Vor allem auch dann, wenn etwas nicht so nach meiner Fassung, nach meiner Meinung, nach meinen Gedanken und Vorstellungen läuft. Und das ist ja ganz normal, das ist ja ganz menschlich. Aber eben, jeder von uns möchte so ein schönes Weihnachten haben, einen schönen heiligen Abend haben. Und da merkt man, wir sind so ganz weihnachtliche Menschen im Prinzip, weil diesen Frieden auf Erden, den spüren wir ja alle ganz, diese Sehnsucht danach spüren wir ja alle in unserem Herzen. Also wenn jetzt heute etwas passiert, wo etwas schief läuft, wo etwas nervt, wo etwas auf die Nerven geht, wo einem zu viel wird, wie auch immer, pass gut auf, dass man dann nicht alles wegwirft und die Nerven wegwirft, gerade auch noch dazu, sondern dass wir so im Frieden bleiben. Eines ist ganz klar, Satan möchte natürlich so diesen Unfrieden stiften, das ist gar keine Frage. Und deswegen wollen wir, haben wir uns der Gottesmutter geweiht, ganz in ihr, mit ihr. Lebt diesen Tag heute so ganz mit ihr, ganz mit Maria lebt es. Wir Männer können das mit dem heiligen Josef, oder? Können wir auch so machen. Bitten wir den Herrn um seinen Segen jetzt. Panem de celo prestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti. Tribu equesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari. Ut redemptionis tui fructum in obis iugit ascensiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.